Hallo meine Wolfis, heute zu einem kleinen weiteren How-to-Build, wie man an dem Hintergrund hier schon erkennen kann. Und zwar bauen wir diesmal eine kleine Scheune, in der man seine Tiere unterbringen kann. Auch dies ist wieder im mittelalterlichen Stil gehalten, wie die anderen Sachen hier auch. Und ich habe hier wieder Fichtenholz, weißen Lehm und diesmal Steinziegeltreppen für das Dach. Als erstes brauchen wir unsere Startpfeiler. Dann brauchen wir 1, 2, 3, 4, geh weg, 1, 2, 3, 4, nein, eins weiter. Geht weg, ihr könntet im Weg sein. So, dann brauchen wir hier 1, 2, 3, 1, 2, 3 und 1, 2, 3, zack. So, das ist unser Grundgerüst. Dann brauchen wir das gleiche hier hinten nochmal. Da. Und da. Und oh. Das war alles eins verschoben. Upsi. So, das ist dann unser Grundgerüst. Ich werde jetzt die Pfeiler ein bisschen weiter höher ziehen und dann sehen wir uns wieder. So, ich Nudel hatte trotzdem einen Fehler drin, und zwar sind es immer ab 3 im Abstand auf jeder Seite. Und ich hatte hier aus Versehen viel gerechnet. Ich weiß auch nicht so genau warum. So, als nächstes wird hier die Seite teilweise mit weißem Lehm gefüllt. Und, hoppala, bauen hier eine Treppe aus diesen Fichtenholzstämmen rein. Was dann hinterher ein Muster, ein einigermaßen schönes Muster ergibt. Anschließend bauen wir hier auf der Rückseite wieder bis oben. Und hier auch. Hoppala. Das mache ich jetzt auf jeder Seite und wir sehen uns, wenn es fertig ist. Tschua. So, hier vorne bleibt das frei, weil wir haben hier unseren Eingang. Als nächstes kommen unsere Stützpfeiler. Die gehen in diese Richtung, nach außen. Den müssen wir noch umdrehen. Und hier auf dem Schnittpunkt gehen die einmal so. Und hier kommt wieder ein Querbalken von der ganzen Seite durch. Und hier wieder so. Wenn ich fertig bin, sehen wir uns wieder. Bis gleich. So, wir haben jetzt die Stützbalken fertig. Als nächstes müssen wir 1, 2, 3, 4, 5 Blöcke nach oben. Daraus wird nämlich das Dach gebaut. Dann haben wir hier, kommt wieder unser Toneinsatz zum Einsatz. Und wird hier auch wieder treppenförmig angebaut. Und dann kommen hier wieder die Klötzchen drauf. Den habe ich vergessen. So. Und das gleiche machen wir auf dieser Seite. Und, na, dahin. Nein. So. So, als nächstes bauen wir hier wieder unsere, wie in unserem anderen Haus, unser Dach drauf. Und da wir hier nur ein Block hochgebaut haben, müssen wir auch nicht das Zwischenstück machen wie hier mit dem Klotz, sondern können immer schön eins nach dem anderen dran setzen. Wir sehen uns, wenn ich fertig bin. Bis gleich. So, als letztes brauchen wir als krönenden Abschluss halbe Stufen. Die kommen nämlich oben als Spitze drauf. Na, machst du mit? So, wenn wir das dann haben, geht es auch schon an die ästhetischen Funktionen oder Verschönerungen.
Und zwar nehmen wir für die Fenster. Ist das hier mit drin? Ah, hier. Nehmen wir uns eine Mauer. Dann brauchen wir noch die hier und die hier. Und ganz zum guter Letzt brauchen wir noch, nehmen wir ja auch Fichtenholz. Und zwar, es ist jetzt ein bisschen dunkel, das können wir wohl schon auch eben hier ein bisschen ändern. Den hätte ich gerne. Und zwar setzen wir hier mal überall eine Fackel hin. Und das können wir genauso innen machen, denn innen soll es ja auch hell sein. So, und dann setzen wir hier, dann nehmen wir eins raus und setzen da überall die Mauern ein. Das spendet Licht und verhindert, dass man unbedingt so rausstarren kann. Dann setzen wir hier. Wobei, das kann noch weg. Ein paar Zäune hin. Hier zwischen setzen wir gleich Tore. Und man kann dann hier noch einen Boden einziehen. Würde sagen, wir sehen uns dann, wenn ich den Boden fertig gemacht habe. Tschüss. So, jetzt habe ich den Boden eingezogen. Und auch hier können wir dann kleine Fenster reinmachen. Wir machen jetzt so. Nehmen dafür aber jetzt den Zaun. So, und dann müssen wir hier noch irgendwie raus und reinkommen. Dafür nehmen wir hier das Stück Holz weg. Dadurch fehlt uns zwar ein Stück Balken, aber das ist quasi die beste Verbindung, die wir kriegen können. Damit es nicht allzu dämlich aussieht, wenn das hier irgendwo an der Wand lang läuft. Und dann haben wir hier einen Ho Aufgang. Na, wir wollen auch wieder runter. So, das heißt, wir haben hier jetzt verschiedene Stalleinheiten ausgeleuchtet und oben noch Lagerplatz. Und in diesen Lagerplatz können wir jetzt Heu stellen. Ein kleiner Heuboden. Und hier auf die Seite können wir auch ein bisschen Heu stellen. Und du sollst nicht schweben. So. Dann haben wir hier oben quasi einen Heuboden. Dann können wir hier hinten auch ein bisschen lagern. Und wir können hier den Boden aus Gras eigentlich lassen, weil Tiere laufen ja auch auf Gras. Dann nehmen wir hier nochmal die Sachen raus. Dann nehmen wir uns, oh, was können wir denn da drin wohnen lassen? Kühe, ein paar Hühner und Schweine. Und dann brauchen wir noch ein Türchen. Zack, zack, zack. Jetzt haben wir da ein paar Hühner wohnen, ein paar Kühe und ein paar Schweine. Und man kann sogar, wenn man hier außen noch einen Zaun festmacht, sagen wir mal hier, dann können wir sogar noch ein Pferd da wohnen lassen. Okay, das spawne ich jetzt nicht. Okay, dann haben wir hier unsere kleine Scheune. Auch hier kann man sämtliche Produkte, die wir verwendet haben, variieren. Wir können auch das Ganze einen Stockwerk tiefer setzen, wenn uns das hier zu hoch ist, indem wir einfach diese ganze Konstruktion hier ein bisschen tiefer setzen, dass er nicht da anfängt, sondern hier. Und dadurch das Ganze um einen Block quasi nach unten sinkt. Nur ich finde, so hat das viel mehr das Scheunen-Feeling und wirkt auch nicht ganz so gequetscht, auch wenn viele Tiere hier drin sind. Ja, ich würde mal sagen, das war's von einem kleinen How-to-Build für eine mittelalterliche Scheune. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss!